Bitte schön, Frau Kollegin. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident. Ja, Ihre Winkelzüge werden wirklich von Tag zu Tag abenteuerlicher und Ihre Purzelbäume immer grotesker. Und Herr Jörg ist ja in der misslichen Lage, er kann das noch nicht mal mehr erklären. Und deswegen verzichtet er auch drauf und zieht sich beleidigt zurück. Das ist allerdings dann einzig konsequent, dass er sich hier hinstellt und sagt, ich kann dies nicht mehr erklären, deswegen sage ich auch lieber erstmal gar nichts mehr. Wenn ich mir das noch mal Revue passieren lasse, wie es mit den Studiengebühren in Bayern, wie es dazu kam und wie die Diskussion in den letzten Jahren war. Erst haben Sie sie eingeführt. Sie haben sie gegen alle Widerstände verteidigt. Sie haben sie als alternativlos hingestellt. Und dann sagt das Bayerische Verfassungsgericht, es ist zulässig, dass das Volk entscheidet über die Studiengebühren. Und dann plötzlich der Kurswechsel bei der CSU, die mit ihren ganzen Argumenten aus der Vergangenheit plötzlich gar nichts mehr zu tun haben will und sogar mit dem Bruch der Koalition droht. Also zu sagen, die Abschaffung der Studiengebühren ist uns wichtiger als das Fortführen dieser Koalition. Da sieht man schon, in welchem erbärmlichen, peinlichen Zustand sich Ihre Regierungskoalition befindet. Und jetzt also soll es ein fauler Kompromiss richten. Sie sagen, Studiengebühren sind nicht sinnvoll, aber es ist sinnvoll, sie später zu zahlen. Wem wollen Sie denn das bitte schön erklären? Wie wollen Sie denn für so einen Vorschlag noch irgendjemand überzeugen können? Und auf diesen Kompromiss werden die Bürgerinnen und Bürger natürlich nicht hereinfallen, weil was ist denn das für ein Wahlversprechen, zu sagen, wir wollen zwar, dass die Studierenden im Moment nichts mehr zahlen, aber wir wollen, dass sie Schulden aufhäufen und dass sie diese Schulden dann später abtragen müssen. Und gleichzeitig sagen sie, wie schlecht es ist, Schulden zu machen, dass der Staat sich entschulden muss, dass der Staat sich nicht mehr verschulden darf. Ja, wollen Sie die staatlichen Schulden auf die Privaten übertragen? Ist das Ihr Entschuldungsmodell? Wollen Sie dafür noch eine Zustimmung kriegen? Die werden Sie nicht kriegen. Und wenn Sie sagen, es ist doch nur gerecht, dass Menschen, die studieren und wegen ihrer Ausbildung dann mehr verdienen, dass die dann davon auch was zurückgeben. Ja, natürlich ist das gerecht. Aber dafür haben wir schon ein System, was man auch noch gerechter gestalten muss. Das ist die Erhebung von Steuern. Dass die Menschen, die besser verdienen in unserem Land, auch mehr Steuern zahlen. Und mit diesen Steuern kann man die Hochschulen auch wieder finanzieren. Das ist ein gerechtes System und das ist auch ein unbürokratisches System. Und die Erhebung von nachgelagerten Studiengebühren, da haben Sie wieder eine Zusatzgebühr, die wieder erhoben werden muss, die wieder taxiert werden muss, die wieder eingetrieben werden muss, wo Sie wieder einen Haufen Geld extra nur für die Bürokratie ausgeben. Liebe FDP, ich dachte, Sie seien immer für Bürokratieabbau. So, jetzt haben wir im Januar nicht nur das Volksbegehren, wir haben im Januar auch Wahlen in Niedersachsen. Und so wie es ausschaut, könnte es durchaus sein, dass auch dort Schwarz-Gelb abgelöst wird und dass eine rot-grüne Regierung als erstes die Studiengebühren abschafft. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen von Schwarz und Gelb in Bayern, ist Bayern das letzte Bundesland, was seinen Studierenden und ihren Eltern noch die Zahlung von Studiengebühren zumutet. Und das in einer Situation, wo Sie sich damit brüsten, wie toll die Steuereinnahmen in Bayern sind. Wem wollen Sie denn das noch erklären, wenn Bayern angeblich wirtschaftlich so toll dasteht, dass die Studierenden in einer Art und Weise zur Kasse gebeten werden, wie sonst nirgends mehr in Deutschland? Ich lasse keine Zwischenfrage zu. Außerdem ist sie bei der Aktuellen Stunde sowieso nicht zulässig. So, und deswegen sage ich, liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie haben es in der Hand, endlich Klarheit zu schaffen, was die Studiengebühren angeht. Gehen Sie vom 17. bis zum 30. Januar in die Eintragungsstellen,
ja, wunderbar, engagieren Sie sich, damit tragen Sie sich ein, sodass das Volksbegehren dann auch die Hürde erreicht. Und dann können wir beim Volksentscheid endlich diese unsinnigen und sozial ungerechten Studiengebühren abschaffen. Sie sind dazu nicht in der Lage.